dass hier keine Stufe steht. Die armen Ladies, die hier hochsteigen müssen, diese hohe Stufe. Und ich, älterer Herr, mir hilft es auch heutzutage, diese Schritte mit ein bisschen Unterstützung zu machen. Nun gut, schön, dass Sie da seid. Also von mir aus dürft ihr gerne hier nach vorne kommen. Ich habe nichts dagegen und es ist ja ein ziemlicher Abstand, so dass selbst wenn ich spucke, manchmal spuckt man ja als Prediger, kann es sich nicht treffen. Aber ich habe in der Bibelschule immer gesagt, Jesus hat die Leute angespuckt und sie wurden geheilt. So, hallo? Naja gut, du sagst, du bist aber nicht Jesus. Super, kommt her zu mir alle. Nein, ja, wirklich toll, preis dem Herrn. Auch mein Lob und Dank, dass ihr da seid heute Abend, preis sei Gott. Man kann wirklich, man hätte jeden guten menschlichen Grund zu sagen, dies ist nicht ein Abend, wo ich in die Kirche gehe oder in die Gemeinde, ins Gemeindehaus, um zu schwitzen. Ich schwitze lieber draußen am See oder was auch immer, absolut richtig. Und ich habe großes Mitgefühl für die Geschwister, die andere Wahl getroffen haben, bei diesem heißesten Wochenende des Jahres bisher. Und ich liebe es. Wenn es heiß ist, das ist mein Wetter. Je heißer, desto besser in dem Sinne. Ich liebe es wirklich. Und ich habe eine Frau, die genau gegenteilig ist. Aber im Gegensatz ziehen sich bekanntlich an. Und in so vielem sind meine Frau und ich völlig unterschiedlich. Sie hat so einen richtig guten, braven, mehr oder weniger Hintergrund. Und ich so einen richtig wilden. Und doch hat der Herr uns zusammengebracht. Und wir sind jetzt nicht seit 50 Jahren, aber seit 44 Jahren verheiratet. Immerhin. Und haben 4 wunderbare Kinder, erwachsene Kinder. Der Andi, komm, steh noch mal auf. Heute Morgen habe ich ihn vergessen vorzustellen. Mein großer Sohn, Andreas, der Vollzeit mit uns arbeitet. Er könnte viele andere Dinge tun, aber Gott hat ihn richtig gerufen, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Riesensegen für uns. Und wir machen immer die Reisen zusammen und er sorgt immer für alles, organisiert alles 1A und ja, passt gut auf mich auf, dass ich keinen Blödsinn mache. Halleluja. So, wirklich, wir sind gesegnet mit 4 wunderbaren Kindern und inzwischen auch 3 Enkelkindern. Ja. Anyway, noch kurz eben zu unserem Tisch. Wir haben nur noch eines von diesen neuen Schöpfungsbüchern, das ist super. Wir haben 15 mitgebracht, eigentlich hätten wir mehr mitbringen sollen. Aber falls ihr noch eins wollt, eins ist glaube ich noch da, ihr könnt das gerne anschauen. Wenn das dann weg ist, könnt ihr das anschauen und wir können euch das dann auch zuschicken, ist gar kein Problem. Daneben meine Geschichte ist ein gutes Zeugnis, kann man gut an Menschen weitergeben, die Jesus noch nicht kennen, ist wirklich ein lebendiges Zeugnis von der Gnade Gottes. Will jetzt dazu nicht mehr viel sagen. Aber dann wollte ich noch eine CD, das ist nur eine Predigt über, wie kann Gott das zulassen? Die habe ich vor, ja, weiß nicht wie vielen Jahren gepredigt, aber es ist wirklich eine sehr gute Predigt über diese Frage. Wie kann Gott solche Dinge, Katastrophen und so weiter zulassen? Ist das überhaupt Zulassung oder sogar von ihm verursacht oder was ist es? Immer diese großen Fragen, auch jetzt in unserer Zeit, die ganzen Endzeitwehen, die wir hier anfangen zu erleben. Hier ist die biblische Antwort ein Bruder hat das schon zu 10.000 Stück von diesen Dingern hat er uns bestellt, kopiert und verteilt auf der Straße, weil er die so passend fand, um auch nichtgläubigen Leuten, die sich diese Frage stellen, ja, ihr redet vom Gott der Liebe und so weiter, warum lässt er das zu, so viel Leid auf dieser Erde und so weiter. Jesus hat diese Fragen beantwortet. Dann nochmals der Hinweis auf diese Glaubensbekenntniskarten, die dir helfen, deinen Glauben freizusetzen, gerade im Bereich von Heilung. Das sind mehrere Bibelstellen umgesetzt, für dich ausgesucht aus dem Wort Gottes und dann in Bekenntnisse des Glaubens umgeformt. Weil wir sollen ja das, was wir glauben, mit unserem Munde bekennen und dann würden wir besitzen, was wir glaubend sprechen, hat Jesus seinen Jüngern diese große Lektion beigebracht. Preis dem Herrn. Lass uns nochmals kurz beten hier.
Im Namen Jesus. Heute ist ja schon der letzte, jetzt ist ja schon wieder der letzte Gottesdienst. Es geht immer alles so schnell. Und glaub mir, ich mache ja das schon einige Jahre und Jahrzehnte und an vielen Orten und in unterschiedlichsten Situationen. Aber Predigen ist kein, das macht man nicht nur so mit linker Hand, wenn du es ernst meinst. Es ist immer ein Kampf. Und es ist immer wieder fast wie neu, weil es ist ja wichtig, dass ich nicht nur hier daher plappere oder sonst was und ihr einnickt oder versucht wach zu bleiben oder sonst was und der gute Prediger ja schön, was er versucht zu tun. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um mich als solches, aber eben wir als Prediger, als Verkündiger der wichtigsten Botschaft, des Wortes Gottes, das ist eine Riesenverantwortung. Und eine große Herausforderung auch für mich immer wieder. Ich freue mich, ja, habe mich gefreut, hierher zu kommen, aber es ist auch eine Last. Ich habe ein paar Tage Last getragen und geboren im Geiste und so weiter. Und man möchte ja wirklich Gott nicht im Wege stehen und Gott Raum geben in sich und dass er durch uns tatsächlich auch wirken kann und sein Werk tun kann. Dass wir alle wachsen, dass wir alle zunehmen zum Heil, dass Menschen sogar vielleicht gerettet werden, zum ersten Mal Jesus in ihr Leben aufnehmen oder eben die Hand Gottes sich ausstreckt und du Heilung erfährst oder was auch immer dann. Dass einfach der Wille Gottes geschehen kann. So, das ist eine große Verantwortung. Lass mich nochmals beten und einfach den Herrn bitten, in diesem abschließenden Abend, dass wirklich sein Wort hervorkommt und du auch damit was anfangen kannst. Ja, Herr, und genau das, was ich gerade gesagt habe, ist die Realität. Du weißt es, wie das immer ist für uns als Prediger, für mich. Und ich danke dir für das Vorrecht, das Privileg, in deinem Namen, Herr Jesus, hier zu stehen und dein Wort zu verkündigen. Aber ich bete jetzt einfach, dass du, lieber Heiliger Geist, der du uns salbst, der du uns befähigst, der du uns begabst, der du uns berufen und eingesetzt hast in den Dienst, dass du hier der Lehrer der Gemeinde bist, dass du hier derjenige bist, der spricht durch dieses schwache menschliche Gefäß und dass du einfach souverän in deiner souveränen Art dein Werk tust an jedem Einzelnen von uns, die heute Abend hier sind oder auch die per Livestream zuschauen oder die das vielleicht auf irgendeine andere Art hören werden, diesen Gottesdienst, diese Predigt, diese Botschaft aus dem Wort Gottes. Vater, lass es lebendig werden. Und dein Wort ist lebendig. Es ist Geist und es ist Leben. Und du hast gesagt, es ist wie Same, der, wenn er ausgestreut wird, das bewirkt, wozu er gesandt wird. Und wenn er aufgenommen wird in ein gutes Herz, in ein offenes Herz, das bereit ist zu glauben, das bereit ist, anzunehmen, was du sprichst, was du sagen möchtest, Herr, dann kommt da wunderbare Frucht davor. Und ich bete, dass das geschieht als Folge dieses Abends, auch als Folge dieser letzten beiden Gottesdienste. Herr, ich danke dir für das Werk, was du hier tust in Schweinfurt und in dieser ganzen Region, durch auch uns, meine Geschwister hier, René und Renate und die ganzen Mitarbeiter, diese ganze wunderbare Gemeinschaft von Gläubigen. Wir danken dir auch für all die anderen Kirchen und Gemeinschaften hier in der Region, die im Namen Jesus agieren und handeln, die du hervorgebracht hast, Herr, um dein Reich hier in Schweinfurt und in dieser Region, wo so viele Menschen leben, die dich noch nicht kennen, dein Reich hier zu bauen und den Namen Jesus zu verherrlichen und Menschen zu helfen, wirklich zu dir, Herr Jesus, zu finden und zu kommen, gerettet zu werden, bevor sie sterben und dann verloren sind in alle Ewigkeit. Vater, ich bete um mächtige geistliche Durchbrüche hier in dieser ganzen Region und ich bete, dass viele Dutzende, Hunderte und Tausende, Abertausende Menschen hier noch in diesen nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren gerettet werden, Vater, und zur Erkenntnis des Herrn Jesus kommen als ihrem persönlichen Herrn und Erlöser, Vater. Das muss geschehen, das ist so wichtig. Und ich bete, dass du in uns allen das bewirkst, was nötig ist, uns veränderst, uns hilfst, all das anzufangen oder all das zu tun, zu entscheiden, was wir persönlich zu entscheiden haben, um unser Leben wirklich dir anzupassen und der Nachfolge Jesu, Herr, dass wir nicht versäumen, wahrliche Täter des Wortes zu werden, nicht nur Hörer alleine. O Herr, wirke es in deiner großen Gnade. Es ist Endzeit, es sind die letzten Tage. Du wirst bald wiederkommen, Herr. Und wir sehen die Zeichen der Zeit, lieber Vater. Ma sharabakirabacharabahai.
Danke, Jesus, danke, Herr. Wir preisen dich, wir loben dich, wir rühmen dich, wir verherrlichen dich. Ohne dich können wir es nicht tun, ohne dich, Heiliger Geist, ohne deine Kraft, deine Kühnheit, deine Befähigung, die du uns gibst, die du dem Petrus gegeben hast, dem Paulus. Und selbst Jesus hat in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes gewirkt. Oh, Marabashibaram, konnte nicht einfach so tun, was er so wollte. Sondern er musste geführt und geleitet werden. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und spreche nur das, was mir der Vater sagt, zu sagen. Oh, Vater, hilf uns, dasselbe zu tun. Genau so, lieber Herr. Und wir preisen dich, dass du uns wirklich zu Kindern Gottes gemacht hast, die jetzt in den Wegen Jesu wandeln, die jetzt dieselben Dinge tun können, die Jesus getan hat und sogar größer als diese, hast du gesagt, Herr Jesus. Hilf uns, das zu glauben. Hilf uns, das zu verstehen. Hilf uns, das in unser persönliches Leben umzusetzen. Im Namen Jesus, Vater. Im Namen Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Amen, Amen. Amen. Lasst uns zusammen in Johannes Kapitel 3 aufschlagen. Ich möchte heute Abend noch mal so richtig Wort Gottes mit euch teilen. Ich habe vieles einfach so spontan gesagt, aus der Inspiration des Heiligen Geistes, von dem, was ich eben vorbereitet hatte für diese Tage. Aber heute möchte ich das anhand der Schrift, die ich habe den Beamer-Leuten lauter Schriftstellen gegeben, die sie nie aufzeigen konnten, weil ich sie nie wirklich gelesen oder zitiert habe. Das will ich jetzt alles tun. Und mir ist auch eingefallen heute, als ich ins Auto stieg nach dem Gottesdienst, ich habe die eine Bibelstelle, die ich noch angekündigt hatte, dass ich die jetzt noch zum Schluss lesen wollte, die habe ich nie gelesen. Entschuldigung. Ich hoffe, das tun wir jetzt heute Abend noch. Anyway, praise God. Okay, Johannes Kapitel 3. Im Prinzip sage ich nochmals kurz, was wir eigentlich schon festgestellt haben bisher. Und das Thema ist ja, entdecke deine neue Identität. Und eben unser ganzes neues christliches Leben ist davon abhängig, wie du dich selber siehst, wie du dich selber einschätzt, was du von dir hältst, was du von dir denkst als Christ. Als Nachfolger Jesu, wie schätzt du dich ein? Aber eben, es ist nicht so wichtig, was ich so denke und wie halt jetzt meine Schlussfolgerung ist. Nein, wir müssen so schlussfolgen, wir müssen so lernen, uns einzuschätzen, zu sehen, wie Gott sagt, dass wir jetzt sind. Weil wir sonst, wenn wir nicht wissen, wer ich bin und was ich eigentlich tun kann, ja, dann lebe ich weit unter dem Level, in dem ich eigentlich leben könnte und sollte. Und dann bleibt vieles, was wir so hören und was wir lesen, was andere Gläubige getan haben für den Herrn über ihr Leben, ihre Lebenszeit oder in der Kirchengeschichte, bleibt ein Traum, bleibt etwas für uns Unerreichbares. Aber Gott hat einen spezifischen Plan mit jedem Einzelnen von uns, der ganz spezifisch aussieht im Detail und sich unterscheidet von dem, was andere zu tun haben oder wozu Gott andere benutzen möchte. Aber die grundsätzliche Ausstattung, das, was er uns geistlich in die Wiege gelegt hat, in gewissem Sinne, seitdem wir von neuem geboren sind, das ist gleich, das ist in dem Sinne identisch, das ist so, wie Jesus auch ausgestattet war, sind wir ausgestattet worden durch die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes und die Tatsache eben der neuen Geburt. Also Jesus sagt in Johannes 3, im Vers 3, Jesus antwortete, sprach zu ihm, zu Nikodemus, spricht er ja. Er kam und hat mit Jesus in der Nacht gesprochen und wichtige Fragen gestellt. Wahrlich, ich sage dir, und dieses wahrlich, wahrlich ist Amen, Amen. Das ist wie zwei Ausrufezeichen zuvor. Das ist eine ganz wichtige Aussage, was jetzt folgt. Jesus hat mehrmals diese Bezeichnung benutzt, wenn er wichtige Dinge gesagt hat, geistliche Gesetzmäßigkeiten praktisch verdeutlicht hat. Wahrlich, wahrlich, was ich jetzt sage, ist ganz wichtig. Ich sage dir, und wer ist der Ich? Das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, das Gott im Fleisch. Wenn er redet, ist es die Wahrheit und da müssen wir gut zuhören. Wenn jemand, und das sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, und das ist richtig gehen, noch einmal geboren wird,
oder manche übersetzen auch von oben, also aus dem Himmel geboren wird, wenn jemand nicht noch einmal geboren wird, ein zweites Mal, und der Nikodemus versteht sie auch genauso, wenn er nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Jesus war die Manifestation des Reiches Gottes in Person. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und zu den Jüngern, als er seinen Dienst begann, in Matthäus 4, Vers 17, sagt er, tut Buße, kehrt euch um. Kehrt euch um praktisch und schaut mich an. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und er hat praktisch gesagt, tut Buße, kehrt euch um von euren eigenen Wegen, schaut mich an, schaut meine Wege an, ich bin die Manifestation des Reiches Gottes, das ist nahe zu euch gekommen. Und wenn ihr mich beobachtet, wenn ihr mir jetzt nachfolgt, wenn ihr seht, was ich tue und wie ich bin und was ich eben nicht tue, dann seht ihr das Reich Gottes, dann seht ihr, wer Gott ist und dann seht ihr, was geschieht, wenn Gott der Herr ist, wenn Gott dominiert. Und wenn Menschen in diesen Einflussbereich des Reiches Gottes kamen, dann wurden sie geheilt, dann wurden Dämonen aus ihnen ausgetrieben oder ihr Leben wurde neu nach dem Erlösungswerk dann von Jesus Christus. Anyway, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Deswegen religiöse Menschen, Menschen, die noch nie richtig von neuem geboren wurden, Die kennen nur christliche Religion. Ich habe auch nur christliche Religion gekannt als Kind, als Junge. Ich war eigentlich gottesfürchtig und bin in der katholischen Kirche auch immer gewesen an den Sonntagen, bin zu Beichte gegangen, habe all diese Dinge getan und habe sie irgendwo auch in meinem kindlichen Glauben und Bewusstsein auch ernst gemeint und wollte eigentlich dem Herrn dienen. Aber eben, das ist alles flöten gegangen, alles verloren gegangen, weil ich nie richtig von Neuem geboren worden bin. Und das ist richtig, das muss geschehen. Du musst noch einmal in deinem menschlichen Geist, der muss neu geschaffen werden, muss nicht nur ich finde ja Gott auch gut und Jesus und das Kreuz und so weiter, aber ich weiß nicht so richtig, was es wirklich bedeutet, aber wenn mir die Schuld vergeben ist, ist ja gut. Nein, du musst richtig erkennen, ich brauche das, ich bin ein Sünder und ohne das Erlösungswerk des Sohnes Gottes am Kreuz von Golgatha, in seinem Leiden, Sterben, Grablegung, Auferstehung, bin ich hoffnungslos verloren in alle Ewigkeit. Bleibe ich getrennt von Gott, ohne Hoffnung in dieser Welt und im späteren Afterlife, im späteren Leben. Okay, also erstens, wenn du nicht von neuem geboren wirst, nicht von oben geboren wirst, nicht noch einmal geboren wirst, wir erklären es gleich weiter, kannst du das Reich Gottes nicht sehen, dann sagt der Nikodemus ja im Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, ihr seht es jetzt, ja, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also hat er das richtig so verstanden, was Jesus gesagt hat. Also er hat es nicht wirklich verstanden, aber hat die Worte verstanden. Aber kannte nur diese eine Art von gezeugt werden und geboren werden. Natürliche Zeugung und Geburt. Das kennen wir, das ist die erste Geburt. Das hat das Bild dafür, hat Jesus ja auch benutzt, um das zu sagen, was er sagen wollte. Du musst noch einmal eine Zeugung und in gewissem Sinne Geburt erleben, aber das eben eine zweite Zeugung. Und dann erklärt er es oder versucht es dem Nikodemus zu erklären. Und wir können dem Nikodemus nichts vorwerfen, weil er war halt noch nicht geistlich von neuem geboren. Und wenn du nicht von neuem geboren bist, sagt uns 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, der Mensch, der nicht von neuem geboren ist, der kann geistliche Dinge nicht verstehen. Es ist ihm eine Torheit. Er checkt es nicht. Das ist die Herausforderung mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass wir sie erreichen mit dem Evangelium, dass sie anfangen zu checken, was wollen wir ihnen eigentlich sagen. Deswegen war auch der Dienst Jesu, deswegen sind Wunder so wichtig, Heilungswunder so wichtig, weil sie das ist unser Argument in Indien und Pakistan. Bei den ganzen Hindus, bei diesen Moslems oder bei wem auch immer da in die Versammlungen kommt, wenn heute Abend keine Wunder geschehen und blinde Augen sich öffnen, taube Ohren hören oder Tumore verschwinden oder whatever, wenn das nicht geschieht, dann braucht ihr nicht glauben, was wir euch erzählen. Aber, wir sagen es natürlich positiv,
heute Abend wird der Herr, dieser Herr, den wir euch verkündigen, weil wir bringen euch keine neue Religion, wir bringen euch die eine Wahrheit von dem einen lebendigen Gott, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns alle, ganz gleich was wir sind, Christen, Hindus, Moslems, Atheisten, um uns alle, die wir Sünder sind, die wir sündig und verloren sind, um uns alle von der Sünde zu erretten und zu befreien. Deswegen hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. So, wir predigen ihn, wer ist Jesus, was hat er getan? Und damals in Indien haben die meisten davon noch nie gehört. Aber dann haben wir immer gesagt, und das, was wir euch jetzt erzählt haben, das ist die Wahrheit von Gott. Und Gott wird euch dazu einen Beweis geben, indem er viele von euch übernatürlich anrühren wird und heilen wird. Deswegen werden viele Zeugnisse hier sein über diese Dinge, womit Leute geplagt waren, und jetzt ist es vorbei. Und wenn das nicht so wäre, haben wir dann oft gesagt, wenn keine Wunder hier geschehen würden, dann braucht ihr nicht glauben, was wir euch erzählt haben. Dann könnt ihr sagen, wir sind Scharlatane oder sowas. Und dann könnt ihr uns aus der Stadt verjagen. Aber wir sind nie aus der Stadt verjagt worden. Halleluja. Weil der Herr immer treu ist zu seinem Wort. Und sein Wort immer eben uns Schlawiner benutzt hat. Uns Esel in dem Sinne, geheiligte Esel, die wir die Klugheit hatten, sein Wort in Schlichtheit und Klarheit zu verkündigen. Und dann war er da, um sein Wort, sein Evangelium zu bestätigen mit diesen mitfolgenden Zeichen. Und so eben ist es immer wieder geschehen. Und das war für diese Leute dann Tatsache. Das ist eben das Schöne auch unter so einfacheren Leuten, sage ich jetzt mal, weil viele von diesen Menschen in Indien, die wir da erreicht haben über diese, was weiß ich, 20 Jahre von 1992 bis 2010, 12, 15 oder was auch immer, wann wir nicht mehr in Indien arbeiten konnten und so weiter, wegen eben der zugespitzten Lage. Aber solange wir es tun konnten, eben haben wir so viele Hindus erreicht und auch Moslems. Die Mehrzahl war immer eindeutig, fast 95% Nicht-Christen, die da zusammenkamen. Oft eben Zehntausende Leute auf einen Schlag. Und alle von ihnen oder die meisten von ihnen, soweit wir das beurteilen konnten, haben, wenn wir dann mit ihnen gebetet haben, um Jesus in ihr Leben einzuladen, haben das alle noch so gerne mitgebetet. Weil sie dann gesehen haben, wenn diese Zeugnisse da waren, wenn diese Wunder geschahen, ja okay, dann muss das ja die Wahrheit sein, dann will ich diesen Gott auch kennenlernen. Das ist das Gute am Hinduismus, die haben so viele Götter, da passt noch ein weiterer auch noch rein. Das ist natürlich dann, das ist natürlich eine Gefahr, und da muss man natürlich dann ein Stückchen nacharbeiten. So wie das auch in der Bibel ja deutlich wird, wo immer wieder die Rede ist von Götzen und so weiter und Götzendienst etc. etc. Das muss man dann mit der Zeit ihnen auch beibringen. Aber auch ich als Hippie, der meine anderen Götzen hatte, ich musste auch lernen, Dinge abzulegen und was eben nicht mehr geht, in der Nachfolge Jesu etc. So. Aber das hat nicht bedeutet, dass ich nicht von neuem geboren worden bin, als ich Jesus angerufen habe. Darum geht es. Aber hier erklärt jetzt Jesus mit der nächsten Aussage. Jesus antwortete im Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und ich lese gleich den Vers 6 dazu, weil da ist praktisch die Erklärung, weil das dieses Wort, das Wasser, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, ist ein bisschen irritierend, und darüber zerbricht man sich die Köpfe, gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Was wollte Jesus mit dem Wasser sagen? Ist damit die Wassertaufe gemeint? Oder meint er das Wasserbad des Wortes? Oder was ist gemeint mit, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird? Well, ich sag dir so, die Bibel interpretiert sich eigentlich immer selber im Zusammenhang. Und Jesus in dieser ganzen Geschichte mit dem Nikodemus redet immer von zwei Geburten. Er redet von der ersten Geburt und von einer zweiten Geburt. Einer ersten Geburt und einer neuen Geburt, einer nochmaligen Geburt. Und die erste Geburt, auf die er sich immer bezieht, ist die natürliche Geburt, ist die Geburt als Mensch. Du musst ja zuerst mal als Mensch in diese Welt geboren werden, um Gott kennenzulernen. Wenn es dich nicht gibt, kannst du auch Gott nicht kennenlernen. Schade.
Ja, wirklich. Gott zu kennen ist das Leben. Gott zu kennen ist, wow, that's it. Das ist, worum es geht. Ohne Gott gibt es kein Leben. Ja, eben, wenn du nicht geboren bist, hast du nicht das Privileg. Manche sagen, das gibt es ja auch in der Bibel, ich wünschte, ich wäre nie geboren worden. Ja, wenn du elend dran bist und so viele Leiden durchmachst und machen und tun und den lebendigen Gott nicht kennst oder ein völlig falsches Bild von ihm hast, dann wünschst du vielleicht lieber tot zu sein. Nur, wenn du nicht weißt, was, wenn du tot bist, was dann ist, dann bitte nicht umbringen. Bevor du diese Frage geklärt hast, was kommt nach dem Sterben? Anyway, also die erste Geburt ist die natürliche Geburt, die fleischliche Geburt, die Zeugung und Geburt durch einen Vater und Mutter und dann eben aus dem Schoß einer Mutter geboren werden. Und was geschieht, meine Freunde, meine lieben Schwestern, und ich bin viermal dabei gewesen, was geschieht, wenn ein Mensch kurz bevor er geboren wird, das Wasser bricht, sogenannte, oder? Das Wasser bricht aus Wasser und Geist. Jesus redet meiner, das ist natürlich auch nur eine Interpretation und ihr könnt das glauben oder nicht, ändert nichts an deiner Errettung, aber von den ganzen Gesetzmäßigkeiten, eben wie man das Wort Gottes interpretieren muss, Jesus redet immer von der ersten Geburt und der zweiten Geburt. Das ist seine ganze Argumentation. Und wenn er hier plötzlich vom Wasser redet, redet nicht plötzlich vom Wort Gottes oder sowas, wäre auch okay. Der Same des Wortes, ja, muss zuerst gesät werden und dann durch den Heiligen Geist wird das Wort lebendig gemacht und dann werden wir von Neuem geboren. Ja, auch richtig. Aber das ist meiner Meinung nach nicht, was Jesus hier meint, ist aber auch nicht so wichtig. Aber Wasser ist die erste Geburt, weil im Vers 6 sagt er, was aus dem Fleisch, also 5 sagt er, es sei denn, dass jemand, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist, erstens Wasser und zweitens Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das ist auch ein wichtiger Ausdruck. Du kannst gar nicht hineinkommen in das Reich Gottes, wo du gerettet wirst und wo du ein Kind Gottes wirst. Und dann Vers 6 eben, praktisch diese Definition, was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. So die erste Geburt, was aus, durch das natürliche, den natürlichen Vorgang des Geborenwerdens geschieht, das ist der natürliche Mensch, der hervorkommt. Ich bin als Mensch geboren worden, ich bin jetzt da, der Stefan Steinle ist jetzt da, vor 72 Jahren morgen wurde er geboren und so weiter und hat das Licht oder die Finsternis der Welt erblickt etc. und so weiter. Ja, da geschah die erste Geburt und 21,5 Jahre später hat er die zweite Geburt, die Geburt aus dem Geist erlebt. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, die natürliche Geburt. Der natürliche Mensch kommt hervor mit den natürlichen Fähigkeiten. Und natürlich schafft Gott einen menschlichen Geist in diesen natürlichen Vorgang der Zeugung und der Geburt eines Menschen. Yes, yes, yes. Aber dieser Mensch, der da geboren wurde, der muss jetzt unbedingt nicht nur aus dem Fleisch geboren sein, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Er muss auch aus dem Geist geboren werden. So die zweite Geburt, von der Jesus redet, die zweite Zeugung und Geburt, die unbedingt geschehen muss, damit man ins Reich Gottes hineinkommen kann, ist die Zeugung und Geburt aus dem Geist geboren sein. Jetzt ist die Frage, was heißt das jetzt wieder? Du musst aus dem Geist geboren sein. Wer fragt sich das? Ich habe mich das lange gefragt. Jetzt ist die Antwort hier, die große Antwort, die große Offenbarung. Geh mal schnell zu Johannes Kapitel 4. Wir haben das schon eigentlich so gestreift und gesagt, teilweise in den bisherigen Ausführungen. Heute mache ich das richtig anhand des Wortes Gottes. Im nächsten Kapitel, Kapitel 4, Vers 24, da heißt es, Gott ist Geist und Jesus redet zu der Frau bei Samarien, in den samarischen Landen dort außerhalb einer Stadt von Samarien und spricht zu ihr am Brunnen vor den Tore, wie ich das so gerne nenne. Er spricht mit der Frau am Brunnen vor dem Tore und es geht um die Frage, wo betet man an, in Jerusalem oder hier bei uns.
in Samarien, wo eben die Samariter angebetet haben. Und das war ja eben der Konflikt zwischen den Juden und den Samaritern. Das will ich jetzt nicht alles erklären, ist ja nicht nötig, ist auch nicht wichtig zum Thema. Aber ihr sagt Jesus, Gott ist Geist. Sag mal, Gott ist Geist. Genau, Gott ist ein Geistwesen. Das ist seine, wenn du willst, seine Identität. Gott ist ein Geist. Gott ist der allmächtige Geist. Und er offenbart sich uns als fehlerhafte Menschen, als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist das Bild, das uns die Bibel, das ewige Wort Gottes uns über Gott gibt. Gott ist ein dreieiniges Wesen, diese Dreieinigkeit. Ja, Gott ist Geist, er ist ein Geistwesen. Er offenbart sich als ein Vater, er offenbart sich als Jesus, der Sohn, der Logos, das Wort Gottes, und er offenbart sich als der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und jeder dieser drei Personen Gottes, Persönlichkeiten Gottes, sind Individuen. Gott ist, der Vater ist ein Individuum, der Heilige Geist ist ein Individuum, Jesus ist ein Individuum, der sich ja sogar in einem menschlichen Körper manifestiert hat und offenbart hat. Und er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Also er hat den Vater repräsentiert. Er war nicht der Vater als solchen, er war Jesus. Also das sind drei Personen, die aber völlig eins sind im Geiste und in der Absicht und so weiter und so fort. Ist nicht griechisches Bild von unterschiedlichen Göttern, die irgendwann mal ein Bündnis geschlossen haben. Nein, unser Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die haben schon immer so existiert. Und wir können uns das gar nicht vorstellen in unserem beschränkten Begreifen, ein Gott ohne Anfang. Deswegen ist eben Gott Gott. Aber anyway, Gott ist Geist. Und Jesus sagte, du musst aus dem Geist geboren werden. Und jetzt kommen wir schon langsam auf die Spur. Was ist damit gemeint? Jetzt lass uns noch wieder ein paar Kapitel vorwärts gehen zu Kapitel 1, wo ich eigentlich heute Morgen schon hin wollte und es dann aber eben vergessen habe, aufgrund der Zeit einfach dann abgebrochen habe. Aber ich habe es auch tatsächlich einfach vergessen dann in meinem ganzen Tun und Lassen. Anyway, im Kapitel 1 von Johannes Evangelium, im Verse 11, 12 und 13. Seid ihr alle da heute Abend? Hallo? So, jetzt versuche ich eben noch richtig so zu lehren. Bisher habe ich vor allem gepreacht. Jetzt lehren wir noch ein bisschen, damit ihr nicht denkt, der redet ja nur und irgendwo war es gut. Aber was hat er eigentlich gesagt die ganze Zeit? Damit ihr hier auch noch Substanz aus dem Wort Gottes habt. Weil das bleibt, was ich sage, schauen wir mal, wie lange das bleibt. Aber was Gott sagt, das ist ewig. Kapitel 1, Vers 11, er kam, und die Rede ist von Jesus, vom Logos, der sich offenbarte, unter uns Menschen kam, der dann Fleisch anzog, heißt es ja dann im Vers 14, das Wort, das Logos wurde Fleisch. Aber hier im Vers 11, er kam, Jesus kam in das Seine, und das ist auch gemeint unter die Juden, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber jetzt Vers 12 und 13, der ist wichtig für uns. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, das ist ein großes Wort, Exousia, die Vollmacht, die Autorität, das legale Recht. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt hör weiter, Vers 13, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes. Was denkt ihr, was das beschreibt? Nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes. Was bezeichnen diese drei Begriffe? Jesus sagt das, oder das Wort Gottes sagt uns das hier. Die sind nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen eines Mannes. Das sind Begriffe, die beschreiben die natürliche Zeugung und Geburt. Ja? So wird aus Blut, aus dem Willen des Fleisches, aus dem Willen des Mannes, so werden Menschen gezeugt. So sind wir alle gezeugt worden, richtig? Und sind Menschen geworden. Die aber nicht nur, eben, jetzt die Aussage ist, so viele Jesus aufnahmen als Retter und Herrn, die sind nicht nur aus dem Fleisch geboren, sind nicht nur natürlich gezeugt und geboren worden, sondern was? Sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott. Man muss aus Wasser und Geist geboren werden.
Was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Aus Gott geboren werden, der Geist ist, ist aus dem Geist geboren werden. Du bist buchstäblich, jeder von uns, als ich Jesus vor 50 Jahren in Bombay aufnahm in mein Leben, bin ich in dem Moment, ohne dass ich es gewusst habe, ohne dass mir jemand diese Bibelstelle erklärt hatte oder versucht hat zu beschreiben, und eben ich habe es Jahre nicht in dieser Form begriffen und erkannt, und deswegen litt ich unter, in gewissem Sinne unter einer Identitätskrise. Ich habe nicht begriffen, und deswegen sage ich das so deutlich, weil ich weiß, dass das viele Christen eben auch nicht begriffen haben oder noch nie deutlich gelehrt bekommen haben. Was heißt es denn wirklich, von neuem geboren zu sein oder aus dem Geist Gottes geboren zu sein? Gott, der Geist ist. Wenn du Jesus aufnimmst, wenn du auf das Kreuz schaust, an ihn glaubst, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhob, das war auf die Frage des Nikodemus im Kapitel 3. Wie soll denn das geschehen, Herr, dass ich noch einmal diese geistliche Geburt erlebe, diese zweite Geburt? Wie soll das geschehen? So wie Mose die Schlange in der Wüste erhob, als die Leute gegen Mose rebellierten und wieder gestänkert haben und so weiter. Und dann hat Gott Schlangen unter sie, Giftschlangen unter sie geschickt, und viele sind gestorben durch den Biss dieser Schlangen. Dann haben sie wieder Mose gebeten, mach Fürbitte für uns, damit dieses aufhört. Und Mose hat das getan, hat Gott ihm gezeigt, jetzt mach eine eherne, bronzene Schlange, häng sie auf den Stab, richte sie auf. Und wenn die Leute darauf schauen, dann wird der Biss der Schlange sie nicht töten. Wow, das war ein Wunder, das war fast Magie, könnte man sagen, was Gott da gesagt hat. Aber es war nicht Magie, sondern es war, Gott sagte, mach das, und wenn sie das dann tun, dort drauf schauen auf diese Schlange, so verrückt und so blöd, ja, guck jetzt da auf diese bronzene Schlange, dann wirst du nicht sterben an dem Biss der Otter. Weil die, die es geglaubt haben, einfach in der Hoffnung, dass es stimmt, die haben es erlebt, die sind nicht gestorben. Und Jesus benutzt dieses Bild und sagt, so muss es geschehen, Nikodemus, du verstehst es nicht. Schade, du bist eigentlich ein Lehrer der Juden, aber gut, hier, so wie Mose die Schlange erhob, so muss der Menschensohn, so muss ich, Jesus, erhoben werden am Kreuz, damit jeder, der dann auf mich schaut, im Glauben, dass ich dort die Sünde gesühnt habe, den Biss des Teufels, der uns vergiftet hat, der uns ewig tötet, in Trennung von Gott bringt, wenn wir in dieser Sünde sterben. Wenn du auf diesen gekreuzigten Christus schaust, wie damals die Juden auf diese eherne Schlange, einfach im Glauben, du musst es nicht begreifen, einfach draufschauen, einfach Jesus anrufen, Jesus, werde mein Retter, mein Herr, das habe ich getan vor 50 Jahren als verrückter Hippie, und ich wurde von oben geboren. Ich wurde zum zweiten Mal geboren in meinem Geist und lebe aus dieser Kraft des neuen Lebens und habe inzwischen begriffen, was das bedeutet und was man damit dann tun kann, mit dieser neuen Identität, dass ich jetzt nicht mehr nur der Stefan Steinle bin aus der Rauracher Straße 142, 41, 25 Riem bei Basel, das war mein Geburtsort von meiner ersten Geburt, sondern nein, ich bin jetzt Stefan in Christus, Sohn Gottes, Gerechtigkeit Gottes, fähig, das zu tun, was der Herr mir aufgetragen hat zu tun in dieser Welt. Und dadurch können viele Menschen, wenige oder viele, gerettet werden und Gottes reale, rettende, erlösende, ewig rettende Kraft erfahren in ihrem Leben und neue Menschen werden. Amen, Freunde. Und das muss nicht so dramatisch vor sich gehen, wenn wir mit Leuten auf der Straße stehen. Wenn du das tust, dann wird es, oh, Hilfe, lass mich in Ruhe. Nein, das kann man ruhig lernen vom René, Renate und anderen guten Leuten unter euch, wie man das macht, mit Menschen zu sprechen auf der Straße so spontan. Okay, also deswegen gibt es Gemeinden, damit wir alle lernen voneinander und zugerüstet werden für das Werk des Dienstes und so weiter. Deswegen gibt es Bibelschulen und. Anyway, also, von neuem geboren sein, noch einmal geboren sein, von oben geboren sein, was Jesus gesagt hat, das geschieht durch den Geist Gottes, Gott, der Geist ist. Und wenn du Jesus anschaust am Kreuz, an ihn glaubst, dass er das für dich tut und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann
wird Gottes Geist, dann ist Gott der Vater in dem Moment da und macht deinen Geist völlig neu. Und du bist in dem Moment aus Gott geboren. Und deswegen sagt der Vers 12, dann, wenn das geschieht, da bin ich ja schon, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Exousia, das göttlich verbriefte Recht, die göttliche Autorität, Gottes Gerichtshof stellt ein Geburtszertifikat aus, dass du im Geiste neu geboren wurdest und ein Kind jetzt nicht Kind deiner Eltern bist, der Gertrud und des Johannes Steinles, sondern jetzt mein Vater heißt Papa, Abba, Vater. Der Vater von Jesus Christus ist mein Vater. Der hat mich gezeugt. Nicht nur meinen Körper geschaffen und mir einen Grips gegeben, sondern hat mich in meiner wahren Identität als Geistwesen. Ich bin jetzt sein Bubi. Und du bist sein Schnuggibutzi, sein Töchterchen, das er von ganzem Herzen liebt, für das er alles investiert hat, was er zur Verfügung hatte. Jesus, seinen Sohn, hat ihn nicht verschont, hat ihn nicht bewahrt, obwohl er ihn liebte mit allem, was er an Liebe in ihm ist. Aber hat seinen einzigen Sohn, der nie was verbrochen hat, der nicht geschaffen wurde, den hat er, und der Sohn hat das natürlich genauso gewollt, den hat er. Er war bereit, sich für uns hinzugeben. Er wurde nicht verschont, damit du, Alvin, verschont wirst. Und wir wissen, ich weiß, ich verdiene Strafe. Und natürlich begreifen wir nicht, ja, so schlimm war ich ja nicht. Ja, ich weiß, die Hölle ist schon ein hoher Preis für die paar bisschen Sünden, die ich begangen habe. Naja, bei mir sind es eben ein paar mehr gewesen. Aber eigentlich ist da bekommen wir gleich als Strafe die Hölle? Nein, eigentlich nicht. Sondern nur durch die Tatsache, dass wir geistlich eben tot sind, dass wir geistlich in unserem Zustand, wenn du nicht in deinem Geist neu gemacht bist, ist dein Geist mit der Sündennatur besetzt. Du bist sündig in deinem Geist. Und ein sündiger Geist, der lebt auch ewig, der existiert ewig, weil Geistwesen existieren ewig. Und ein sündiger menschlicher Geist kann nicht in der heiligen Gegenwart Gottes sein. Das ist unmöglich, das geht nicht. Das ist wie Eis in der Sonne, das schmilzt, das geht nicht, das kann nicht existieren zusammen. Deswegen muss, und deswegen die Hölle ist ein Ort, die wurde geschaffen für den Teufel, seit es den Teufel gibt, der ja der Urrebell und Sünder gegen Gott ist. Und die Hölle wurde nur geschaffen, dieser Ort, wo Gott sich praktisch herausgenommen hat, ein Ort, wo nichts von Gott ist. Das ist für den Teufel und die gefallenen Engel geschaffen worden, nicht für uns Menschen. Gott will doch niemand von uns in die Hölle schmeißen. Überhaupt nicht. Er ist ja kein Rahmenvater. Wir tun vielleicht verrückte Dinge mit unseren Kindern, weil wir böse sind als Väter. Aber selbst ich, der ich kein vollkommener Vater bin, würde doch nie solche fürchterlichen Strafen. Deswegen haben wir eben Schwierigkeiten. Ja, aber warum schmeißt denn Gott Leute in die Hölle? Eigentlich schmeißt er uns nicht in die Hölle, sondern wir sind auf dem Weg in die Hölle. Aufgrund der Tatsache, dass wir in diese verlorene Welt hineingeboren wurden. Und darüber kannst du dich jetzt ärgern und philosophieren, warum du diesen Gott ablehnst und das intellektuell überhaupt nicht tragbar ist und so weiter und so fort. Nur das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist, wie es ist. Gib besser deine hochgesteckten, arroganten Philosophien auf und beuge dich unter Gottes Weisheit und Gottes Liebe und lass ihn dir wirklich die Wahrheit vermitteln. Schatzi, ich bin nicht gegen dich, ich bin für dich. Deswegen sage ich dir, wenn du am Ende deines Lebens nicht zu mir kommst, irgendwann auch unterwegs bis zum Ende, wo du dann diese Erde, dieses natürliche Leben hier verlässt und Teil des geistlichen Universums wirst, wenn du nicht hier irgendwann dich erretten lässt, dich verwandeln lässt, dich
innerlich umgestalten lässt, dann habe ich keine Chance, außer dich in die Abgeschiedenheit von mir zu gehen zu lassen, weil du kannst gar nicht bei mir existieren, das geht nicht. Gott kann nicht sündige Geister in seine Gegenwart hineinlassen. Es geht gar nicht, es geht einfach nicht, geht nicht, und passt nicht in eckig oder was auch immer. So ist es nicht Gott, der uns verdammt und verurteilt. Es ist Gott, der uns rettet. Es ist Gott, der uns bewahren will vor all diesen tragischen Dingen. Und das beweist er, hat er bewiesen durch Jesus, indem er all diese wunderbaren Dinge getan hat, als er hier war und das Reich Gottes darstellte. Und die Sünder ihnen vergab, die Frau, die im Ehebruch geschnappt wurde und so weiter. Und der Mann natürlich genauso. Aber anyway, die hat er nicht gesagt, wenn dich niemand anklagt, dann klage ich auch dich auch nicht an. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also tu das nicht mehr, weil das bringt Verdammnis. Das bringt Tod. Der Sünde Lohn. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Und das ist das Gegenteil von Leben. Ich bin Leben. Ich möchte dir Leben geben. Jetzt lerne von mir, werde, nehme meinen Sohn die Vergebung an und dann wirst du ein neuer Mensch. Und dann kann ich mit dir einen wunderbaren Plan, den ich mit dir und für dich habe, in diesem Leben, wo du zugerüstet wirst, wo du in dem Sinne vorbereitet wirst, von mir aus auf den Himmel in einer Weise, aber hauptsächlich, wo du zugerüstet wirst, um anderen Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Amen. Eben, ich bin jetzt 50 Jahre dabei, benutze mich wieder als Beispiel. Aber ich habe ja nicht da begonnen, wo ich jetzt bin und immer nach Indien oder Pakistan jetzt vor allem reise, um diese großen Versammlungen zu tun. Und jetzt kennt man mich, jetzt ist der Name von mir ist bekannt geworden. Ja, Gott hat mir das gegeben, was auch dem Abraham, der Segen Abrahams. Ich gebe dir einen großen Namen. Das ist auch Teil des Segens Abrahams. Gott möchte dir einen großen Namen geben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler oder sonst was ist. Aber es könnte es auch sein. Aber gut, das ist nicht unbedingt. Aber nein, dein Name soll bekannt werden, indem Menschen von dir reden. Das ist eine nette Person. Mit der, die kann dir helfen. Die kann dir gute Antworten geben. Die kann für dich beten und dann geschehen Zeichen und Wunder. Gott hört auf deren Gebete. Und plötzlich wirst du beliebt in der Nachbarschaft. Möchtet ihr beliebt sein in der Nachbarschaft? Ja, es ist gut. Und oh, dieser grimmige Sektierer da neben dran. Nein, Jesus, ihm sind die Scharen nachgefolgt. Amen. Die Sünder sind gerne. Oh, ein Freund von Sündern haben die religiösen Leiter gesagt. Ein Freund von Sündern. Und sie meinten das als Schimpfwort. Aber Jesus hat gesagt, oh yes, you're right, ich bin ein Freund von Sündern. Deswegen ist er in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten den Stefan, der verloren war. Und dann hat er mich gefunden durch den Gotthold. Und der Gotthold hat den Samen ausgestreut in Kabul, Afghanistan, wo ich gefixt habe. Später in Peshawar, wo ich Opium geraucht habe. Haschisch haben wir sowieso den ganzen Tag geraucht. Und all das getan hat, was man nicht tun soll. Und so weiter. Dann kam der Gotthold und erzählte von Jesus. Mitten in Kabul, mitten in dieser Bruchbude, wo wir waren, kommt dieser Kerl her, dieser religiöse Freak, und fängt an, von Jesus zu erzählen. Kinderstunde. Halleluja. Aber dieses erste Reden und Begegnen, da hat er uns eingeladen zu einem Dings, dies und das. Machen und tun. Ich bin ihm in 3,5 Monaten etwa 3-4 Mal begegnet. Angefangen in Kabul, Afghanistan, 1971 im Oktober und dann im Januar in Bombay, Indien zum letzten Mal. Und da habe ich 3 Tage auf der Straße geschlafen, weil ich kein Geld mehr hatte und schon Erlebnisse mit Gott hatte, mit Dämonen und allem Möglichen. Gott hatte schon stark angefangen an mir zu wirken. Und eben ein Selbstmordversuch hinter mir und. Und dann bin ich total fertig, total am Ende meines Lateins. Komme ich am 3. Morgen da in so ein Coffeehouse. Das gibt es bis heute in Bombay, Indien. Und da komme ich rein und an einem der Tischchen sitzt der Gotthold, nannte er sich mit langen blonden Haaren. Der Jesus, halt, der Jesus-Freak. Und ich wusste, er hatte von Gott erzählt. Und ich habe in dieser Phase Leute buchstäblich gefragt,
was muss man tun, um zu Gott zu kommen? Richtig gehend. Bei Leben, da kann ich jetzt nicht alles erzählen, es steht ja in meinem Büchlein. Aber das war der Prozess. Und dann war da der Gotthold wieder, den ich vor etwa 3,5 Monaten in Kabul getroffen hatte, der den Samen des Evangeliums gesät hatte. Und wir haben eher mit ihm so von oben herab diskutiert. Es hat uns schon interessiert, weil ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der behauptet hat, er kennt Jesus persönlich. Und Jesus hätte in ihm Wunder getan und ihn befreit von Drogensucht und all so ein Zeug. Ist mir noch nie so ein Verrückter begegnet. Und es hat nicht gut ausgesehen. Wir haben eben und so weiter. Aber gut. Weil wir auch nette Menschen waren, sind wir in so ein kleines Treffen gegangen da in Kabul noch. Und eben dann 3,5 Monate später in Bombay. Jetzt ist der Steinle am Ende seines Lateins. Gehe ich direkt zu ihm hin und erzähle ihm so ein Stück meine Geschichte und meinen Zustand. Und dann ergibt er mir nochmals die Geschichte von Jesus. Und dann hat es richtig Sinn ergeben. Deswegen ist Jesus gekommen, um für dich zu sterben und für deine Schuld zu bezahlen, die du jetzt siehst, dass du schuldig bist vor Gott und vor der Welt. Und das möchte er dir vergeben. Alles, was du tun musst, ist ihn aufnehmen in dein Leben. Er lebt ja, ist auferstanden. Und er möchte jetzt in dein Leben hineinkommen. Naja, an dem Abend habe ich dieses alles entscheidende Gebet gebetet und ihn aufgenommen. Und Gott hat mich von oben, vom Himmel her, aus seinem Geist einen neuen Geist geschaffen. Und jetzt bin ich ein Sohn Gottes. Und damit schließen wir jetzt ab. In diesem Buch ist alles drin, was ich sagen wollte und noch viel mehr. Guter Werbespot, genau. Aber nein, in diesem Buch, was du schon hast, in mehrfachen Ausgaben, steht alles auch drin. Aber da steht eben auch drin, was jetzt unsere neue Identität ist. Darüber wollte ich eigentlich sprechen. Weil Gott hat uns ja ursprünglich, Adam und Eva, in sein Ebenbild geschaffen. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, dem Menschen. Psalm 8. O Gott, wenn ich den Himmel betrachte, die Sterne, das All, was ist dann der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger geschaffen, das hebräische Wort, als Elohim. Das ist das Wort für Gott. Am Anfang, als Gott entschied, sie zu schaffen, sagte Elohim, lasset uns Menschen machen. Elohim sagte, Gott sprach, Elohim sprach, lasset uns Menschen machen. Psalm 8, weil in meiner Übersetzung Elberfelder erstaunlicherweise übersetzt Elohim als Engel. Und dann kommt raus, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Engel. Aber das ist nicht, was da gesagt wird. Aber eben selbst Übersetzer haben manchmal Schwierigkeiten, die Theologie der Bibel wirklich zu begreifen und wirklich zu glauben. Und deswegen muss man selber lernen, ein bisschen zu studieren und Quellen anzapfen, wo man da Informationen bekommen kann. Wir Menschen, Adam und Eva, ins Ebenbild Gottes geschaffen, als Tochter und Sohn Gottes, waren wenig niedriger als Gott selber geschaffen. In sein Ebenbild. Die Versuchung des Teufels hätten sie parieren sollen. Oh, ja, Gott weiß, ihr werdet sein wie Gott. Sie hätten sagen sollen, wir sind's ja schon. Hallo? Was redest du da für ein Kappes? Du bist nur neidisch auf uns, weil du aus der Gegenwart Gottes vertrieben wurdest. Genauso. Höre ja nicht mehr auf den Teufel und auf seine Unterkumpanen, die Dämonen. Das sind Lügner von Anfang an und die sind wütend und neidisch und hassen dich mit allem, was er hat in sich und möchte dich vernichten, weil du bist die Repräsentation Gottes in dieser Welt. Obwohl wir nicht vollkommen sind, sind wir die Repräsentation Gottes in dieser Welt und Gott hat uns mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, gekränzt mit einer Krone der Herrlichkeit und Ehre. Du hast Würde, du hast Bedeutung. Selbst wenn deine Eltern oder deine Umgebung sagt, du bist nichts, du bist bla bla bla, was bist du schon? Oder du selber von dir denkst, ja, ich habe ja nichts richtig zustande gebracht in meinem Leben. Ändere dieses Bild. Das mag ja sein, aber who cares? Wieder der Gymnasiallehrer vom René ihm gesagt hat, was kannst du hier im Gymnasium schon lernen, was du brauchst fürs Leben? Geh in die Bibelschule, hat er mir gerade heute erzählt am Tisch. Das war ein Wunder, dass ein Gymnasiallehrer, der beste Lehrer, den er hatte, hat er gesagt, in der ganzen Schule,
Der hat ihm das tatsächlich einmal gesagt. Das war für ihn die entscheidende Bestätigung von Gott, dass sein Lehrer ihm sagt, ja, geh dahin, das ist nicht gut, das ist genau das für dich, in die Bibelschule. Und dann hat er die Schule abgebrochen, Billy. Hast du ihm schon vergeben? Schau, was geworden ist. Ja, ich weiß, selbst wir als Verantwortliche der Bibelschule, in die dieser junge Schnaufer dann gekommen ist, wir hätten auch eher gesagt, nein, nein, das haben wir auch in unserer, wenn wir unsere Spots gemacht haben, da in Gemeinden und so weiter und geworben haben für unsere Bibelschule, habe ich immer, und ich war ja derjenige, der das getan hat, habe ich immer gesagt, mach deine Schule zu Ende. Aber bevor du dich entscheidest, was du dann als Beruf erlernst, wenn du noch nicht sicher bist, dann kannst du ruhig dann nach dem Schulabschluss, dann komm in die Bibelschule und tauche deinen Kopf und dein Herz in Gottes Wort hinein für 1 bis 2 Jahre und dann wird der Herr dir klar machen, was sein Plan mit deinem Leben ist. Ob Karriere in der Welt oder in irgendeinem Beruf oder eben werde ein Prediger des Evangeliums. Wir sind es ja alle sowieso. Aber schaut, er ist da. Und deswegen gibt es diese Gemeinde und die süße Renate und so weiter. Und die haben sich dann auch noch gefunden. Naja, das kann ich jetzt nicht alles erzählen. Haben sie mir heute alles wieder erzählt. Wunderbar. Aber eben, das Wort Gottes ist voll von diesen grandiosen Dingen. Jesus selbst sagt in Johannes 10, als Juden ihn steinigen wollen, weil er sagt, ich bin Gottes Sohn. Oh, warum wollt ihr mich steinigen? Nicht um der guten Werke willen, sondern weil du behauptet hast, du seist Gottes Sohn. Und dann nimmt Jesus aus Psalm, was ist es, 82, Vers 6 oder whatever, macht ein Zitat und benutzt es als Argument zu diesen Juden, die ihn steinigen wollen und sagt, aber das Wort Gottes im Psalm 82 sagt doch, ihr seid Götter. Und da meint Jesus, und das Wort redet zu den Juden, zu denen dieser Psalm galt. Wenn er die Götter nennt, und das Wort kann nicht verändert werden. Also selbst Jesus, der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, sagt den Juden, ihr Menschen, die nicht mal an ihn wirklich glauben, Gott betrachtet euch als Götter. Ich weiß, das grenzt jetzt an Irrlehrer oder sonst was, aber es ist keine Irrlehrer, ist das Argument Jesu. Und natürlich hat er nicht gesagt, du bist ja Gott und jetzt bist du würdig, angebetet zu werden. Nein, das ist völlig falsche Schlussfolgerung. Aber Gott betrachtet uns tatsächlich als seine Söhne und Töchter. Insbesondere, wenn wir zurück zu Jesus kommen und wieder von Gott geboren werden, dann sind wir so sehr Sohn Gottes, Tochter Gottes, von Gott stammen, aus der Gattung Gottes stammen, aus der Familie Gottes, aus der Rasse Gottes stammend, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall, meine Freunde. Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17, wo er mit den Philosophen da argumentiert, zitiert er ihre Poeten, ihre Dichter, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind göttlichen Geschlechts, Genos, aus dem Gen Gottes geschaffen. Und das war Zitat aus der griechischen Philosophie oder griechischen Literatur. Aber Paulus benutzt es und sagt, das stimmt. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, und macht dann seinen Punkt in seiner Predigt. Mein Punkt, der Punkt des Herrn heute Abend ist oder in diesem Seminar ist, deine Identität ist nicht ein schwacher, elender Sünder, ein Nichtskönner und so weiter. In unserem Fleisch, in unserer natürlichen Identität, yes, sind wir in dem Sinne alles Versager. Aber das ist blöd. Das stimmt auch nicht. Da sollten wir zu den positiven Denkern gehen, die ein viel positiv, nein, ich bin gut, ich bin selbst das ist heilsam für dich. Positive Gedanken sind gut für dich, gesund für dich, steht alles in der Bibel. Aber wir machen das, diese Wahrheit nicht losgelöst von Gottes Wort, sondern wir gründen es auf dieser Tatsache, ich bin jetzt ein neuer Mensch und dieser neue Mensch, der ich jetzt bin, von Gott geschaffen, der vermag alles durch den, der ihn mächtig macht, Christus. Und jetzt kommt der letzte Vers, jetzt ein Vers, den ich angekündigt habe und jetzt nicht vergesse zu lesen. Römer 8. Könnt ihr noch verkraften?
ist 5:05. Also ich bin noch in guter Zeit eigentlich. Super gut, Steinle. Hast du gut gemacht, Bruder. Ja, ich muss mich auch zwischendurch mal selber loben. Wenn man mich sonst nicht lobt, ja, lobt mich ja keiner hier. Nein, nein. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Das war nur ein ganz dummer Spruch. Auch für euch im Livestream war nicht ernst gemeint. Römer 8. Wunderschön. Also das Neue Testament, die ganze Bibel, du musst sie lesen. Immer wieder, jeden Tag neu. Und richtig im Verstoff wechseln. Richtig gehend dich damit beschäftigen. Damit es in dir drin ist, damit das Bild, was Gott uns vermittelt, dass es richtig in dich hineinkommt und dass du es anfängst zu glauben, dass du davon überzeugt wirst. Das ist auch Glaube. Abraham, Römer 4, er war völlig überzeugt, dass es, wenn du studierst, in seinem Kopf, in seinem Bewusstsein, hat er eine völlige Überzeugung, dass das, was Gott verspricht, das, was Gott sagt, das ist auch fähig zu tun. Und er hat gesagt, du sollst durch die Sarah Kinder haben, obwohl sie schon, die Sarah unfruchtbar war, ihr ganzes Leben zu alt war, es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise und auch der Abraham war nicht mehr der Fitteste und so weiter. Aber was, siehe da, was haben sie bekommen? Ein Isaac, den Sohn der Verheißung, praise be to God. Alles ist möglich für Gott und dem, der glaubt und der mit ihm zusammenarbeitet. Amen. Könnt ihr das glauben, Freunde? Kannst du das glauben? Yes. Und jetzt hier abschließend. Steht ruhig auf. Warum nicht? Das Wort Gottes verdient, dass man es respektiert und mit Respekt anhört. Ich lese einfach Römer 8, Verse 15. Ich könnte mehr lesen, aber wir kürzen es jetzt. Vers 15 bis 17. Denn ihr, und die Rede ist von uns, wiedergeborenen Menschen, die wir von oben geboren sind, neu geboren sind. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und das ist tatsächlich auch der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Und dieser Heilige Geist Gottes, von dem wir jetzt der Tempel sind, der sich verbunden hat mit unserem Geist, zusammen mit unserem Geist gibt uns dieses Zeugnis, ich bin Kind Gottes und kann zu Gott wirklich sagen, Papi, Daddy, Abba, Vater. Eine zärtliche, vertrauliche, intime Ausdruck der Liebesbeziehung zwischen einem Vater und seinem Kind. Abba, Vati. Das ist aus deinem Geist und der Wirkung des Heiligen Geistes in dir. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, heißt es hier. Der Geist selbst, Vers 16, bezeugt oder gibt Zeugnis unserem Geist, oder wie es eben dann halt im Einzelnen übersetzt ist, muss man manchmal ein bisschen ausklamüsern, aber so ist eigentlich die Bedeutung. Der Geist, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du dieses Zeugnis in dir, Bruder, Schwester, in deinem Innersten? Deine Umgebung, dein Kopf mag dir alle möglichen Dinge sagen. Der Teufel mag dir alle möglichen Lügen versuchen einzublasen. Der Geist Gottes in dir, dein wiedergeborener Geist, sagt dir, ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Ich gehe in den Himmel. Und der Teufel hat keine Macht mehr über mich. Und der Fluch ist gebrochen. Und in Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Alles, was Jesus getan hat, hat er für mich getan und für die ganze Welt. Und das gehört mir jetzt. Und das nehme ich jetzt in Anspruch, weil da heißt es ja dann, es bezeugt meinem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und Vers 17, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, wenn wirklich wir auch mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wir sind Erben. Sag, ich bin Erbe. Ein Erbe Gottes. Weil Gott ist mein Vater. Und ich bin sein rechtmäßiges Kind.
Und deswegen habe ich ein Erbe vom Vater, von meinem Papi. Und er ist nicht arm, das brauche ich jetzt nicht mal alles sagen, der ist nicht arm, der ist kein armer Schlucker, der hat kein Minderwertigkeitsgefühle, der kann alles, der ist stärker als alle anderen Papis. Das stimmt tatsächlich, wie im Sandkasten. Mein Papa ist stärker, mein Papa ist größer, mein Papa ist reicher oder was auch immer. Wir gewinnen immer. Amen, ich bin ein Erbe Gottes und ein Miterbe mit Christus. Alles, was Jesus Christus zu seiner Lösungswerk bewerkstelligt hat für die Menschheit und dann praktisch das errungen hat für uns, was wir nicht zurückholen konnten, das ist uns jetzt in ihm und durch ihn geschenkt. Deswegen heißt dieses Buch, dieses Testament, Altes Testament, Neues Testament, ein Vermächtnis. Da drin sind nicht nur, das darfst du nicht, das musst du nicht und so weiter, sondern da steht vor allem, was du und ich in Christus und durch Christus geerbt haben, was uns gehört. Möchtest du wissen, wie reich du bist? Lies die Bibel. Geh zum Anwalt, hier, der Anwalt Gottes. Geh zu seinem Wort, geh zum Advokaten, lass dir den Willen, das Testament verlesen, um zu festzustellen, was du alles von Tante Emma geerbt hast. Aber es ist nicht die Tante Emma und ihr Emma-Laden, sondern es ist der Vater Gott im Himmel und der Herr Jesus Christus. Und die haben dir alles, was Adam und Eva verloren haben im Garten, wieder zurückerstattet in Christus. Und natürlich die Fülle von allem wird im Himmel sein. Aber das fängt hier an, auf dieser Erde, weil hier brauchen wir es. Und hier glauben wir es und damit identifizieren wir uns. Huck, ich habe gesprochen. Habt ihr verstanden? Halleluja! Halleluja, ja! Hast du noch Grund, depressiv zu sein? Oder irgendwie so, ich elendes Ding da. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Lüge, das ist dummes Zeug. Du musst dein Stinking Thinking erneuern. Amen. Denk nicht mehr so einen Blödsinn. Das hat früher gestimmt. Und ja, im Natürlichen hast du von mir aus das getan und jenes getan und so weiter. Aber wenn du es dem Herrn gebracht hast, ist es dir vergeben und es ist vergessen. Da musst du auch nicht immer dich da drin nochmal suhlen. Da ist kein Nutzen drin, sich in seinen Versagungen ständig drin zu suhlen. Ja, aber ich und so weiter. Nein! Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, begreife, erkenne, alles ist neu geworden. Amen. Okay, tschüss, wir sehen uns dann in 4 Jahren wieder oder sonst was. Halleluja. Ja, er hat schwer gearbeitet, habe ich gesagt, gell? Andi, jetzt kommt der Andi und predigt noch eine Stunde, oder? Nee, okay, ich dachte, okay. Wow, vielen Dank, Stefan. Das war viel besser als am See liegen heute. Ja. Der See, der ist immer noch da morgen, ja, aber der Stefan ist morgen wieder weg. Übrigens, morgen hat er ja Geburtstag, das hat er schon mal gesagt, ja. Ja, Halleluja. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ja, wir wollen den Stefan auch segnen nochmal. Die Renate hat es ja vorhin schon angekündigt. Wir haben Körbchen aufgestellt an den Ausgängen hier hinten und hier vorne. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, das zu unterstützen, was der Stefan auch in Pakistan und sonst wo, auch in Deutschland oder Europa tut, mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, dann haltet euch nicht zurück. Ja, dann tut es, dann schmeißt etwas ins Körbchen hinein und Gott wird das segnen, ja, das wird Gott segnen. Wenn wir Anteil uns beteiligen an dem, was Gott tut, ihr habt gewisserweise dann Anteil an dem, was geschieht, auch in Pakistan, ja. So wird es im Himmel gesehen, ja, so wird da gerechnet im Himmel. Und das ist doch klasse, oder? Du musst noch nicht mal nach Pakistan gehen,
Du schickst einfach deinen Schein mit nach Pakistan und dann, ja, also ich will jetzt nicht so ein Treiber sein, dass ich jetzt unbedingt Geld, ja, aber Geld braucht man halt einfach, ja, dass man was tun kann auch in dieser Welt. Aber ich möchte vor allem jetzt dafür beten, weil es was Heiliges ist, weil es echt vor Gott ist. In der Apostelgeschichte können wir das lesen, dass diese Gaben, dieser Cornelius, dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann, er war kein Jude, ja, der hat irgendwie das auf dem Herzen gehabt, den Tempel und die Dinge Gottes zu unterstützen und zu irgendwie mit Geld, auch mit Gaben von ihm zu fördern. Und das heißt, dass das im Himmel wahrgenommen wird. Ja? Das ist aufgestiegen, heißt es. Das ist zum Himmel aufgestiegen. Also das hat echt eine Bedeutung. Ja? Also nicht nur jetzt, dass wir jetzt unbedingt viel Geld jetzt hier sammeln wollen, sondern das hat eine geistliche Bedeutung auch für dich. Und dafür möchte ich jetzt beten. Ja, lieber Vater, es ist so ein Vorrecht, es ist so eine Ehre, in deinem Reich zu sein, dass wir das Reich Gottes sehen dürfen, dass wir wiedergeboren sein dürfen, dass wir es sehen können, dass wir sehen können, was du tust, was dein Geist tut, was das Wort Gottes bewirkt, was geschieht in dieser Welt durch dein Wirken, Herr. Und dass wir uns daran beteiligen dürfen, Herr, an dem, was du tust, Herr, dass wir ein Teil von dem sein dürfen, durch unser Leben, durch unsere Kraft und auch eben durch die Finanzen, dass wir ein Teil davon sein können, Herr, was du tust, Herr. Das ist die größte Ehre und das größte Vorrecht hier für einen Menschen hier auf Erden, Herr. Und ich danke dir jetzt für jeden, der sich heute beteiligt in irgendeiner Weise, auch schon, dass du da warst, das hast du dich schon mitbeteiligt und indem du das aufgenommen hast, was gepredigt wurde. Und Herr, ich danke dir, dass du das auch, das, was wir gehört haben, dass du das wirklich, dass das wächst und gedeiht in unserem Geist und dass wir es in unserem Leben, in unserem Alltag umsetzen können und gebrauchen können, Herr. Und Herr, ich danke dir jetzt für deinen Segen auf jeden, der da gibt und der da hineinsät in dein Reich, dass es 30, 60 und 100-fältig auf jeden Geber zurückkommt. In Jesu Namen. Und dafür glauben wir und vertrauen wir in Jesu Namen. Amen. Okay, wunderbar. Schön, dass ihr da wart. Und wie gesagt, Stefan hat wahrscheinlich nur die erste Seite ungefähr von seinem Buch jetzt oder vielleicht zwei oder drei, ich weiß nicht, wie viele Seiten das Buch hat, bestimmt über 100, oder? Also ihr könnt die restlichen 170 Seiten, okay, ihr könnt die restlichen 163, 64 Seiten noch selber auch, ich glaube, es gibt noch ein paar, aber wenn nicht, kann man die bestimmt bestellen bei euch, ne? Genau. Okay, ansonsten wünsche ich jetzt euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntagabend und Gott segne euch. Halleluja. Amen. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen. Und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert. Oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.